Gestern ging in Leipzig die Frühjahrsmesse 1958 zu Ende. War Leipzig eine Messe, diese Messe wert? Oder war es keine Messe? War es eine Schau? Mit 9000 Ausstellern aus 43 Ländern sicher die größte in Deutschland. Nun, davon wird noch zu reden sein. Das Messeklima, früher stets freundlich, war diesmal kühl und keineswegs frostfrei. Die Neuheit aller Messeneuheiten war eine Halle mit der Aufschrift Vereinigte Arabische Republik. Und diese Neuheit war keine technische, sondern eine politische, wie denn überhaupt auf politische Umsätze mehr Wert gelegt wurde als auf wirtschaftliche. Als Lokomotive wurde vor den politischen Propagandazug die Technik gespannt. Hier, auf der technischen Messe, fiel das in diesem Jahr besonders auf. Kein Wunder im Sputnik-Zeitalter, das nun einmal nicht Explorer-Zeitalter heißt. Wie gesagt, technischer Fortschritt als Politikum. Die Sowjets wussten das in ihrem Pavillon zu betonen. Die neuen sowjetischen Autos, Modell Volga und Moskvitsch. Preis nicht zu erfahren. Der Moskvitsch ist eine Weiterentwicklung des alten Opel Kadett. Er soll bei einer Motorleistung von 55 PS nur 6 Liter Normverbrauch haben. Den seit 3 Jahren angekündigten Kleinwagen suchte man auch im Pavillon des mitteldeutschen Fahrzeugbaus vergebens. Dafür präsentierte sich dieses Wartburg-Coupé zum Preise von mehr als 20.000 Mark. Noch ist der Stand der mitteldeutschen Kernphysik bescheiden. Aber immerhin, der erste deutsche Atomreaktor steht bei Dresden. Stählerne Finger sollen auch im Osten verhindern, dass sich der Mensch im Umgang mit der Atomkraft die Finger verbrennt. Modelle des Kernphysikalischen Instituts und des Atomreaktors bei Dresden. Dresden ist auch die Heimat der mitteldeutschen Flugzeugindustrie, auf die Genosse Ulbricht, hier kommt er, besonders stolz ist. Aus eigener Fertigung stammen auch diese Propeller und Düsenmotoren für moderne Verkehrsflugzeuge. Das also ist die sozialistische Zukunftsschau der Technik. Und das die Gegenwart. Hier kauft der Normalverbraucher sein Benzin für 1,40 Mark 40 bis 1,50 Mark 50 Ost. Die internationale Tankstelle für Messebesucher hat Vorzugspreise. Der Liter Super 44 Pfennig West. Aber es gibt noch einen dritten Preis. Taxifahrer zahlen für Bezugsteinbenzin 70 bis 80 Pfennig Ost. Das gilt auch für die zahlreichen Behelfstaxis, private Kraftfahrzeuge, die samt Fahrer während der Messe eingesetzt werden. Sie sind, wie ich Ihrem Schild vorne entnehme, ein Behelfstaxi. Ja. Das heißt, das ist also ein Privateigentum, ja, dieser Wagen. Ja. Und sind Sie nun freiwillig hier zur Messe gekommen? Ja, ja, ich bin freiwillig hier. Um dass der Verkehr eben schneller abgewickelt wird, nicht wahr? Das ist doch klar, wir haben so wenig Taxen hier und da springen wir eben alle ein zur Messe. Wer zum ersten Mal nach dem Krieg nach Leipzig kommt, wird manches nicht wiedererkennen, außer vielleicht sein altes Taxi von damals, das auch heute noch Messegäste in die Stadt befördert. Das Messezeichen über der Grimmaischen Straße ist auch unverändert. Aber vom Sachsenkeller am Brühl kann man das nicht sagen. Das altberühmte Weinhaus Pfeiffer ist noch eines der wenigen Privatlokale. Der Paulaner freilich ist ein HO-Betrieb in Staatsregie. Ebenso wie diese Behelfsläden und der sagenumwobene Auerbachs Keller.
Dieses Tanzvergnügen im verstaatlichten Elstertal kostet 3,50 Mark Eintritt. Ein Glas Bier knapp 1 Mark. Eine Flasche russischer Sekt, meist nur zur Messe angeboten, 23 Mark. Wein gibt es nur in minderen Qualitäten und größtenteils gepanscht. Aber der Stimmung tut das keinen Abbruch. Ein Essen kostet hier, wie in allen HO-Gaststätten, etwa 50% mehr als bei uns. Die Frau, wir haben vorhin gerade eine Reihe von Märschen gehabt. Macht Ihnen das Spaß, danach zu tanzen? Märsche sehr viel Spaß. Erstens mal bringen sie sehr viel Stimmung. Und gerade wenn wir hier auf der Messe zusammen sind, dann möchte man an dem Abend alle Sorgen und alle Nöte, die man so am Tage erlebt, mit so recht viel Schwung und Freude, na, wie soll ich Ihnen das nur am besten sagen, begehen. Den richtigen Abend so richtig froh in Stimmung begehen. Also wir leben auch Blasmusik und sind auch dafür, dass solche alte deutsche Lieder auch weiterhin auf dem Tanzfloor verbleiben. Politik auch im Schaufenster. Die Messebesucher aus der Bundesrepublik werden aufgerufen, sich dem von Ost-Berlin geforderten Volksentscheid für eine atomfreie Zone anzuschließen. Im Übrigen Eier Stück 45, Edamer 100 Gramm 1,12, Landjäger 1,54, Mettwurst 100 Gramm 1,44. Manches ist billiger als im Westen. Mehl beispielsweise kostet 1 Mark 2 das Kilo. Die üblichen Kleinverkäufer von Messeneuheiten fehlen natürlich nicht, und obgleich die Neuheiten nicht gerade neu sind, wird hier, im Gegensatz zur großen Messe, mehr Wert auf den Umsatz als auf die Politik gelegt. Alles für Muttis Liebling. Übrigens ganz modern, unzerbrechlich, aus Plastik. Etwas billig die Kinderkonfektion und sehr billig die Strümpfe. Das einstige Pelzzentrum am Brühl hat sich in die Seitenstraßen zurückgezogen. Die Preise entsprechen den unsrigen. Der Brühl selbst macht einen etwas provisorischen Eindruck. Auf den Trümmern von einst haben sich staatliche Behelfsläden eingerichtet. Ihr Angebot an Schuhen ebenso reichhaltig wie teuer. Und wieder Politik im Schaufenster. Durch die Grimmaische Straße zum alten Markt am Rathaus. Hier wehen Fahnen aller ausstellenden Nationen. Die Fähnchen der Leipzigerinnen, wie man sie noch vor kurzem sah, haben recht schicken Kleidern und Mänteln Platz gemacht. Westlicher Schick, nachdem die noch privaten Schneider arbeiten, macht die Unterscheidung zwischen West und Ost oft recht schwer. Aber am internationalen Zeitungsstand braucht man nicht zu unterscheiden. Hier gibt es nur östliche Zeitungen. Eiswaffeln für 95 Pfennig bei 5 Grad plus. Und immer wieder dröhnt über den Platz der Lautsprecher der Nationalen Front. An einem Vortrags- und Ausspracheabend über die Lehren des Zweiten Weltkrieges und die Verantwortung der deutschen Nation teilzunehmen. Zu diesem Thema spricht General außer Dienst Herr Dr. Kurfes, ehemaliger Stalingrad-Kämpfer und Angehöriger der Paulus-Armee.
ein Rest des alten Leipzig, die Arkaden am alten Rathaus. Zu diesem Rest des alten Leipzig gehört auch die ehrwürdige Thomanerkirche. Noch immer singt hier der Thomanerchor, der einzige der berühmten Kirchenchöre Mitteldeutschlands, der heute noch im Rahmen seiner altüberlieferten Tradition konzertieren darf. Johann Sebastian Bach steht noch immer vor seiner Kirche. Und draußen im Gohliser Schlösschen hat sich das Bach-Archiv der Stadt Leipzig eingerichtet. Gemeinsam mit Göttingen arbeitet es an einer gesamtdeutschen Bach-Ausgabe. Die Leibniz-Buchhandlung, einst ein Begriff für Europa. Stimmt diese Inschrift noch? Wir gingen zur Buchmesse ins Hansa-Haus. Gleich am Eingang der Stand des Ostberliner Verlages des Ministeriums für nationale Verteidigung. Einst galt der Geist als Brücke zwischen den Völkern. Hier ist noch eine Brücke, die Brehm-Bücherei, eine Gemeinschaftsarbeit westlicher und östlicher Wissenschaftler. Ein erfreuliches Gespräch führten wir mit dem Inhaber des Erich-Röth-Verlages. Ja, vor 2 Jahren ist mir ganz offiziell die Möglichkeit gegeben worden, in Kassel eine Zweigniederlassung meines Verlages zu eröffnen. Ich habe nun in Kassel die Zweigniederlassung, die Hauptniederlassung liegt in Eisenach. Der Verkehr geht ganz reibungslos vor sich. Bücher, die in Eisenach erscheinen, werden ohne weiteres in Kassel ausgeliefert und Bücher, die in Kassel erscheinen, werden genauso in Eisenach ausgeliefert. Damit könnte ich wohl sagen, dass ich von mir aus für meinen Verlag die Frage der Wiedervereinigung beider Teile Deutschlands bereits gelöst habe. Gespalten wie unser Land sind dagegen viele altrenommierte Verlage, wie etwa VEB Brockhaus Leipzig und Brockhaus Wiesbaden, VEB Reclam Leipzig und Reclam Stuttgart und andere. Wie könnte das anders sein, wo unter der gleichen Vokabel hüben und drüben nicht mehr das Gleiche verstanden wird? Nicht antippen, auch die alten Traditionen nicht, meint die Meißner Porzellanmanufaktur. Nur ein einziges modernes Dekor hat sie ausgestellt. Im Übrigen sind die guten alten Bekannten zu sehen. Eine Oase der Beschaulichkeit im sozialistischen Wettbewerb. Um die Bekleidung der Dame geht es auf der internationalen Messemodenschau. Vor internationalen Kenneraugen paradieren Mannequins aus vielen Nationen. VEB Fortschritt zeigt Frühlingstag in Friedrichshain. Der Sputnik-Hund Laika gab diesem Frühjahrsensemble vom Haus der Modelle, Moskau, seinen Namen. Ein weiteres volkseigenes Modell. Sacklinie aus Moskau,
Die Diktatur der Mode reicht weit. Winterurlaub vom volkseigenen Betrieb Berliner Mode. Auf der Frühjahrsmesse etwas verspätet. Und weil wir gerade beim Winter sind, ein weißer Skianzug vom VEB Berliner Linie. Auch beim Teufel aus Budapest strengster Winter. Draußen herrscht sichtlich Frühling, einschließlich Frühlingsputz. Das ist Leipzig im Frühjahr 1958. Dies und das. Privater Alltag, staatliche Lenkung, Architektur der Stalin-Ära und Tradition von einst. War Leipzig eine Messe wert? Wir hielten eine kleine Umfrage im Pressezentrum. Die Leipziger Frühjahrsmesse hat nach meiner Ansicht inzwischen jetzt den Höhepunkt ihrer Entwicklung erreicht. In diesem Jahr scheinen offensichtlich stärker als in den vergangenen Jahren wieder Kontaktaufnahme und auch politische Gespräche von Seiten der Wirtschaftsfunktionäre der Sowjetzone in den Vordergrund der offiziellen Propaganda gestellt zu werden. Hans Preuß, BZ am Abend, Ost-Berlin. Der bemerkenswerte Aspekt der diesjährigen Messe ist meiner Meinung nach, dass die Schwerindustrie Westeuropas sich hier ein Stelldichein gibt, wie es bisher nirgends in der Welt war. Offensichtlich haben besonders die Engländer und französischen Aussteller hier eine Osthandelsoffensive eingeleitet, die sehr bemerkenswert ist. Ich glaube, die Ruhrindustrie hinkt da etwas hinterher. Sid Ahmed Nukdala, Korrespondent der sudanesischen Tageszeitung El Rai El Am, öffentliche Meinung. Ich bin der Meinung, dass die Leipziger Messe ein großer Treffpunkt der Welt, insbesondere Ost und West, ist. Man ist dadurch klar geworden, dass die beiden Weltsysteme und Ideologen in friedlicher Koexistenz arbeiten und leben können und einen neuen Weltkrieg verhindern. Karl-Heinz Mayer, Nordhessische Zeitung. Ja, ich halte die Leipziger Messe für eine ganz interessante Schau. Allerdings messe ich ihr keine allzu große kommerzielle Bedeutung bei. Leipzig selbst, man kann sagen, eine Weltstadt auf Zeit. Weltstadt auf Zeit. Das ist wohl die beste Formulierung für das Leipzig der Frühjahrsmesse 1958.